Herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Ich bin Jana und lasse euch heute an der Zubereitung von ganz leckeren Hühnerkeulen mit jungen Kartoffeln teilhaben. Ein Rezept aus Großmutters serbischer Küche. Die Hühnerkeulen werden in Öl mit etwas Vegeta, Pfeffer, Salz und Paprikapulver mariniert. Die Kartoffelspalten werden ebenfalls mariniert mit Öl, Pfeffer, Salz, Paprikapulver und Vegeta. Ich verwende übrigens Vegeta Natural. Dieses Vegeta ist ohne Glutamat. Und wenn ich es oder wenn du es etwas schärfer magst, gib doch einfach ein paar Chiliflocken noch hinzu. Für die Marinade werden 200 ml Wasser, 50 ml Sahne, 2 Esslöffel Mehl und 50 ml Öl verrührt. Gerade hatte sich aber der Fehlerteufel bei mir ja wörtlich eingeschlichen, aber ich schreibe die Zutaten ja in der richtigen Menge oben hinein und auch unten in die Infobox zum Nachlesen und richtig nachkochen. Und zwar kommen in die Soße 200 ml Wasser, 100 ml statt der 50 ml Sahne und 2 Esslöffel Mehl. Den Anfang meiner Rezeptheft-Vorstellungsreihe macht natürlich auch meine Ersterscheinung, mein absolut erstes Heft, Balkanküche für die Cook for Me. In diesem Heft verrate ich 22 meiner Lieblingsrezepte aus der Balkanküche, welche ich dem elektrischen Schnellkochtopf der Firma Krups, der Cook for Me, angepasst habe. Ja, ich liebe die Balkanküche, weil sie ohne viel Schnickschnack auskommt und trotzdem die kleine Prise des Besonderen, ja, den Hauch von Urlaub auf den Teller bringt. Von Zarmen, den beliebten Krautwickel mit diesem säuerlich eingelegten Weißkohl, bis hin zu Tufaje, den raffinierten, gefüllten Äpfeln, aber auch hausgemachter Käse, Bohneneintopf, Gulasch, Reissuppe erwarten dich hier, wie gesagt, insgesamt 22 erprobte Rezepte. Jedem Rezept liegt auch hier wieder ein QR-Code bei, welcher dich zum ausführlichen Anleitungsvideo weiterleitet. Denn bei dem Stichwort Schnellkochtopf denken viele einfach nur an Suppen und Eintöpfe. Und da wollte ich einfach zeigen, dass mit dem elektrischen Schnellkochtopf der Cook for Me so viel mehr möglich ist. Ich bin beispielsweise ein Fan von Juvec, dem Balkanreis. So freue ich mich natürlich auch immer über Feedbacks und Rückmeldungen zu meinen Rezepten und zu meinen Rezeptheften. Und das beliebteste Rezept aus diesem Rezeptheft ist das Hähnchengeschnetzelte in Eiversoße. Und ich sage euch, die Soße ist wirklich zum Fingerablecken lecker. Aber auch der albanische Kartoffeltopf mit Hackfleisch Bulgurbällchen gehört zu meinen Favoriten. Du siehst,
Das Heft lohnt sich absolut. Und dann bleibe ich auch gleich beim Thema flottes Kochen und stelle dir mein Rezeptheft One Pot Pasta aus der Cook for Me vor. Kennst du die Ausrede, ich habe keine Zeit, täglich frisch zu kochen? Die gilt nicht, wenn du die Cook for Me, den elektrischen Schnellkochtopf der Firma Krups hast. Aber klar, das Schnippeln und Vorbereiten des Gemüses oder der Zutaten dauert am längsten. Tja, und trotzdem, innerhalb von 6 bis 10 Minuten Kochzeit stehen alle Gerichte, alle One-Pot-Pasta-Gerichte aus diesem Heft auf dem Tisch. Nudeln machen glücklich, sagen nicht nur die Italiener, sondern das ist auch tatsächlich mein Motto. Ob Tortellini-Spinattopf oder Pesto-Suppe, ich liebe sie alle. In diesem Rezeptheft erwarten dich 23 One-Pot-Pasta-Rezepte, zubereitet in der Cook for Me. Und auch hier liegt wieder fast jedem Rezept ein QR-Code bei, welcher dich zum ausführlichen Anleitungsvideo weiterleitet. Es lohnt sich. In meinem Rezeptheft Meine liebsten Blechkuchen verrate ich 22 meiner liebsten Blechkuchenrezepte, welche ich der Cake Factory, dem intelligenten Kuchenbackautomaten, angepasst habe. Ob kroatische Eiswürfel, Donauwelle, russischer Zupfkuchen, schneller Raspel oder Großmutters bestes Bequiet, in diesem Rezept verrate ich dir meine liebsten Blechkuchen aus unserer kroatischen und deutschen Familienküche. Für wen zeit- und energiesparendes Backen interessant ist, der kommt um die Tefal Cake Factory einfach nicht herum. Dem Gerät liegen mehrere Backformen bei und können auch ergänzend dazu gekauft werden. Aber in meinem Rezeptheft geht es ausschließlich um Blechkuchen-Klassiker. Und jetzt beim Stöbern in meinem Rezeptheft für diese Rezeptheftvorstellung habe ich mich auch gleich für den kommenden Sonntagskuchen entschieden. Es wird Bauernapfelkuchen mit Haferflocken und Mandeln geben. Und auch hier gilt wieder: den meisten dieser 22 Rezepten liegt wieder ein QR-Code bei, welcher dich zum ausführlichen Anleitungsvideo weiterleitet. Auch dieses Heft lohnt sich.